Wie gesagt, man findet letztendlich in dem Spiel ja, man sieht ja, man findet letztendlich in dem Spiel ja so viel Zeug. Am Anfang ist das noch, ja, da haben es doch mal noch, ja, aber dann hast du da irgendwo die 50, 60 Medipacks und die haben auch was draufgefallen, ja? Oder? Da hast du noch ein Spiel 50, 60, ach ja, ich noch auf dem Dach, aber jetzt nicht, das kann ich mir auch noch eine Kiste. Schrumpfbelohnt. Sag mal, da hab ich nicht in den Kisten drinne. Doch, da ist was. Aber, ich soll es erst mit dem Rennen kommen. Ja, letztlich öffnen. Dann springen. Na gut. Jetzt nehmen wir einen Buckel auch noch. Runterschließen. Manchmal klappt es. Mit runterschließen. Ah, hat geklappt. So. Das ist, das hat sich halt doch noch gelohnt. Ich finde so, wenn du die Flinte in der Hand hast, da wird nicht in der Flinte, ja, ne? Ja. Das sieht noch ein bisschen unkoordiniert aus, wie ich hier in der Gegend rumrenne. Ich hoffe, es stört nicht gar so sehr. Hier hat man... Den brauche ich. So. Aber ich muss mal aufs Klo, wie lange ich öffnen kann. Also Fakt ist, das nächste, was wir auf dem Rand kommen, kann sich nur noch um Stunden handeln, ist eine größere Festplatte. Auch wir haben sie eben in unserem Weltenblatt gemacht. Ist eine größere Festplatte, dass ich hier durchgehend weg aufnehmen kann. Schneiden kann ich ja mit meiner Bearbeitungssoftware nachher. Die 15 Minuten macht ich eigentlich ganz schön. So, wir haben jetzt wirklich jeden und alles geblendet, was hier ist. So. Ich guck mal jetzt kurz auf die Karte. Eigentlich könnte... War aber nicht wieder auf den an, wie ich das passe. Jetzt hier. Hier müssen wir die Küche halten. Ich muss mal gucken, ob ich das lernen kann. Was steht denn vorher rum? Genau, was steht denn von der Kartation drin? Ja. Ach so, im Übrigen, beim Plündern gibt es eigentlich einen schönen Trick. Man müsste hier die Aufnehmetaste, also mit der man die Gegenstände öffnet, einfach gedrückt halten. Manchmal liegt das vielleicht nur im Gras verstreut, dass man es überhaupt nicht sieht, gell? Und das zeigt es dann an, hier liegt ein MP oder da liegt hier irgendeine Schrotzinte oder irgendwas, gell? So, ja, ich wollte auf die Karte gucken, ganz genau, weil, so, hier ist so ein, steht ein LKW in der Gegend rum und hier hinten haben wir noch meine Banditenbasis. Die zwei Punkte füllen sich immer wieder aus. Das heißt also, egal wie man diese Truppen hier aus der Landschaft nimmt, wenn die wieder hinkommen, sind sie wieder da, die solchen Vögel. So. Hat allerdings auch einen Vorteil, man kann sich nämlich hier von diesen Clear Sky Vertretern den Auftrag abholen, dieses Lager beim LKW da anzugreifen. Und das bringt dann immer jedes Mal 600 Rubel ein. Also das ist dann auch vielleicht die Geldeinnahmequelle. Man braucht ganz schön viel Geld im Spiel. Aber da komme ich später drauf zurück. Wie gesagt, wir müssen auch nochmal hier hinaus. Das wäre vielleicht noch jetzt der beste Zeitpunkt. Hier, zack, zack. Kann man sogar noch ein Versteck ausbremsen, sehe ich gerade. Ja, hier ist noch ein Versteck. Werkzeugkasten im Führerhaus. Ja, würde ich sagen, jetzt kommen wir dann auf. Richtung M und unten eigentlich. Richtung. Oh, das ist wirklich beschämend, was ich für einen Orientierungssinn habe. Beschämend aus dem Grund, weil ich eigentlich in... Wo ist denn die blöde Brücke? Also, weil ich eigentlich viele Jahre lang ein sehr guter LKW-Fahrer war, als Berufskraftfahrer.
und eigentlich meine Wege auch immer gefunden. Ne? Aber hier in den Spielen verirre ich mich grundsätzlich, das ist total furchtbar. Und LKW-Fahrer echt beschämt. Deswegen, ich brauche hier ständig die Karte. So, alles klar. Oh, entschuldigt, bin ich ans Mikrofon gekommen. Ich bin Raucher. Man merkt es. Ich komme laufend mit dem Finger ans Telefon. Ja, kurz das Mikrofon. So. Ich glaube, wir haben den Rumpfstummel rausgehen. Ich glaube, das Gefühl nicht los, dass hier irgendwelche verkackten Grunzer rumrammeln. Nee, das ist einfach doch nicht. Na gut. Wenn die uns nicht spüren, sind wir denen auch nicht. Zumindest noch. Ah, hier. Ah, das ist sich verseuchte Teil, das Gebiet. Aber ich dachte, ach ja, der Kasten ist da drin. Wie denkst du, in der Kasten? Ach hier, warte. So, ein bisschen versteckt, geplündert. So, wie geht's weiter? So lang. Aber haben wir ein bisschen Medipacks und ein bisschen Strahlungszeug. Oh, ein 9,7 Watt da haben wir. Also das haben wir uns drüber zu hauen, wo wir verstrahlt werden. Weil wir müssen nämlich jetzt hier ganz genau, wo jetzt gerade die Flinte hinzeigt. Oh, für einen Grunzer. Rennen, was das Zeug hält. Ein bisschen trocken ist. Da haben wir so gut auf, wenn ich die Geschwindigkeit wieder spielen. So, wir sind also jetzt quasi, das ist quasi, das gibt's nicht aus, wir sind also jetzt hier bis zu dem bisschen hochgerammelt an den Bahndamm, das ist der Bahndamm hier oben, wo wir waren, so, ja, so, und da gibt es hier einen Gartenzaun, so einen Maschendrahtzaun, auf dem stößt man drauf, und dann hält man sich links, bis man zu einem Loch kommt. Das ist ein bisschen undeutlich, heute mal schön am Gartenzaun lang halten. So, jetzt muss es gleich kommen. Hier ist es. Hier ist es. So, gehen wir hier rein. So, jetzt rammeln wir. Jetzt rammeln, wir baden durchs Wasser. Hier lang. Also, auf der anderen Seite vom Gartenzaun weiterlatschen. Ein bisschen wärmer verstrahlt. Lässt sich sicherlich auch noch nicht vermeiden, aber da bin ich jetzt zu faul, das noch nachzudenken. So, ja, wir laufen hier Richtung Brücke. So. Bevor wir hier abkratzen, werde ich mal kurz anhalten und eine Flasche Wodka trinken. Und schon ist die Strahlung weg. Und wir sind dicht. Ratten düten zu. So, unter der Brücke. Mal bisschen gucken. Ist genau hier. Hier ist der Waggon. Hier ist die Brücke. Hier wird gerade das Wetter offen, ganz komisch. Ist hier eine Höhle. Machen wir die Taschenlampe an, damit ihr auch was seht. So, da geht's rein in die Höhle. So, ich bin die Flinte weg. So, da geht's also rein in die Höhle. So, hier liegt die Luft in die Matratze. Und wenn man hier eine ganz knippe rechts in die Ecke geht, sehen wir hier was rausgucken unter der Matratze. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen probieren. So, jetzt fahren wir an das hier. Ach, sieht man nicht. Haben wir die Bicken mit Bicken versuchen? Ist immer ein bisschen problematisch. Ich glaube jetzt, aber ich finde es klappt. Oder? Nee, sau verdammter. Nicht einfach. Aber könnt ihr glauben, dass das... Ich habe das Spiel wirklich schon y-mal gespielt. Ich habe noch nie so lange für das Ding hier gebraucht. Das kann doch mal nicht wahr sein. Was ist denn das nur für ein Profi-Effekt? Ich nehme die Flinte raus, ich muss das einfach anvisieren jetzt.
Finde ich auch nicht cool. Gibt's denn sowas am Ohr? Das ist mir noch nie passiert. Jetzt habe ich ihn. So, und zwar ist dies nämlich ein ganz wunderbares Teil. Ein sogenannter Wales-Detektor. Jetzt hat man ja diesen Echo-Detektor. Der konnte uns nur anzeigen, dass irgendwas in der Nähe ist und in welcher Entfernung man zu dem Ziel ist. Okay. Weiteren Spielverlauf eigentlich unbenutzbar. So, den ersetzen wir jetzt durch den hier. Das ist der Wales-Detektor. Wie der uns das anzeigt, das kriegen wir auch gleich vorgeführt. Indem wir nämlich ganz einfach mal auspacken, das Teil. Kann nur weg. Puff. So. Diese Artefakte, wie man sieht, die tauchen erst auf, wenn man so einen Detektor zieht. Und jetzt seht ihr, da ist nämlich jetzt ein Punkt, auf den man zusteuern kann. So. In meinem Fall jetzt hier, weil ich ja schiebe mit diesem Gewicht, ist das... Ich gehe wieder rein, das ist ein bisschen finster, das fürchte ich mich. So. In meinem Fall, bei meinem hochgesetzten Gewicht, ist dieses Artefakt, was man da findet, nutzlos. Okay. So, in eurem Fall, wenn ihr da mit diesem Gewicht nicht rumspielen wollt, bringt das natürlich 20 Kilo Tragkraft, also man sieht es ja auch am Preis, wo man es verkaufen kann, okay, oder wo es unter anderem noch gehandelt wird. Okay, das ist schon ein bisschen was wert, das Teil. Okay. Allerdings reicht unsere Qualle noch nicht aus, um den negativen Strahlungseffekt hier vom Graphit wegzumachen. Okay. Deswegen aufheben oder ich verkaufe nachher. Okay? Ich brauche Kohle. So. Ich habe die ganze Zeit nicht auf die Uhr geguckt, aber egal, ich mache einfach ein bisschen weiter. Auch wenn wir so schon quatschen hier. So, wir machen uns jetzt hier wieder vom Acker. So, wir wollen Gartenzaun. Ja, so ist noch so. Also wie gesagt, auf der Strecke hier sind öffentliche Strahlung. Es könnte da Probleme geben, wenn man da ohne jegliche Strahlungsmittel da lospatscht. Ah, hier habe ich den Gartenzaun. Jetzt hangeln wir uns ganz einfach über einmal hin, bis wir zu dem Loch kommen. Ich kann auch ganz so lange es noch geht. Irgendwo hin. Ja. So, ich bin unten eh noch nicht erreicht. Ja. Oh, das regnet. Das wollte ich eigentlich bei meinen Aufnahmen vermeiden. Kann man sehen, ob ich jetzt gleich diesen komischen Rucksack benutzen kann. Also, hier war es noch wieder, gell? Also, da geht es dann wieder raus. Und sucht sich schnell einen dampfgelegenen Halter. Wir liegen im Übrigen noch so Leichen irgendwie rum. Die kann man im Allgemeinen auch nicht plündern. Die dienen dann so gesagt als Versteck für irgendwelche, Verstecke, die man für später auf Preis steckt. Also das war schlecht. Wo bin ich denn jetzt? In welcher 5 Gegend? Oder so lange nicht gerade schnell. Egal. Kurz da helfen. So. Sind wir total blau. Gucken wir mal hier unten rum. Kommt die Firma. Ah, das hat geklappt mit dem Rucksack. Bis zur Genesung schlafen. Ne, ich will 8 Stunden schlafen. Ja. So ist das schön. Helles Tageslicht. Einige werden da jetzt wieder rumschimpfen. Ja, das ist doch scheiße. Das Gruselige macht doch Spaß.